So, wir wollen eine quadratische Gleichung mithilfe einer Faktorisierung lösen. Ich habe hier mal die Gleichung aufgeschrieben, die wir faktorisieren wollen. Faktorisieren heißt, ich schreibe das als zwei Klammern, die miteinander multipliziert werden. Also, das Ganze soll dann gleich so aussehen: x plus a mal x plus b. Und wie gesagt, das soll äquivalent sein zu der Gleichung da oben. Das heißt, man so kann die beiden Gleichungen ineinander wieder umwandeln. Das ist also beides dasselbe, nur anders geschrieben. Wir wissen, dass wir zwei Buchstaben jetzt finden müssen, also zwei Zahlen für a und b. Und dabei soll Folgendes gelten: Wenn man a und b addiert, sollen hier 1 rauskommen. Denn vor dem x steht hier eine 1. Wenn da nichts steht, ist das immer eine 1. Das ist einmal x. Das können wir uns mal aufschreiben. Also a plus b soll gleich 1 sein. Und zum Zweiten wissen wir, dass wenn wir a mal b multiplizieren, dann soll da minus 30 rauskommen. A mal b soll gleich minus 30 sein. Des Weiteren wissen wir, ich mache erstmal diese Linien hier weg, damit wir ein bisschen Übersicht hier gewinnen. Des Weiteren wissen wir, dass die Zahlen a und b Teiler des absoluten Gliedes sind. Der absolute Glied ist immer die Zahl bei einer quadratischen Gleichung, die kein x hat, also der Rest bzw. der letzte Teil dieser Gleichung. Also a und b sollen Teiler von minus 30 sein oder müssen Teiler von minus 30 sein. Deswegen schreibe ich mir erstmal alle ganzzahligen Teiler von minus 30 auf. Das ist einmal 1, das sind 2, 3, 4, nein, 4 ist es nicht, 5, 6, 10, 15, 30. Und ganzzahlige Teiler heißt, dass sie auch negativ sein können, also die ganzen Zahlen nochmal mit negativen Vorzeichen. So, das ist also diese Zahlenmenge, die als mögliche Kandidaten für a und b in Frage kommen. Nur aus diesem Zahlenkreis kann ich a und b finden. Dabei soll also, wie gesagt, Folgendes gelten: Wenn die beiden Zahlen zusammen addiert werden, soll da plus 1 rauskommen. Werden die beiden Zahlen miteinander multipliziert, muss minus 30 rauskommen. Das kann ich jetzt überprüfen. Ich kann hier aber auch in diesem rot eingerahmten Teil kann ich auch sehen, dass eine Zahl positiv und eine Zahl negativ sein muss. Das sehe ich einfach hier dran. Das Vorzeichen der Multiplikation ist minus 30. Das heißt, das kommt hier nur raus, wenn eins der beiden Zahlen negativ ist und das andere dann positiv ist. Also kann ich dann jetzt mal überprüfen, ob ich mein Zahlenpaar finde. Wenn ich 1 mit minus 30 multipliziere, kommt minus 30 raus, das stimmt. Wenn ich die beiden addiere, kommt aber minus 29 raus. Es soll aber plus 1 rauskommen. Von daher kann ich also dieses Paar nicht gebrauchen. 1 und minus 30 scheiden aus. Dann nehme ich die 2 mal minus 15, sind minus 30 multipliziert. Addiert ergibt das minus 13. Kann ich auch nicht gebrauchen. 3 und minus 10 ergeben multipliziert minus 30. Addiert ergibt das minus 7, auch nicht zu gebrauchen. Dann die 5 und die, nein, da muss ich jetzt anders ziehen, 5 und minus 6. Das ergibt auch minus 30 multipliziert. Addiert ergibt das minus 1, knapp daneben, aber es ist trotzdem falsch. Also das kann ich als Paar wieder nicht gebrauchen. Dann das nächste Zahlenpaar, das ist 6 und minus 5, multipliziert minus 30 und addiert plus 1. Aha, das ist also mein Paar, was ich gesucht habe für meine Gleichung. Und diese Zahlen kann ich jetzt für a und b einsetzen. Das heißt, ich kann jetzt schreiben, x plus 6 mal x minus 5 ist gleich 0. Das hier soll genau dasselbe sein wie das hier. Ob das tatsächlich so ist, können wir ja mal ganz schnell überprüfen. Wenn ich nämlich das mal das multipliziere, kommt
x Quadrat raus, dann das x mit minus 5 multipliziere, kommt minus 5x raus. Dann nehme ich die andere Zahl der ersten Klammer, die 6 multipliziert mit x sind plus 6x und 6 mal minus 5 sind minus 30. Den mittleren Teil kann ich zusammenfassen, das sind plus x. X² vorne bleibt und hinten minus 30 auch. Und da sehe ich, das ist äquivalent genau dasselbe wie das hier. Also habe ich mein a und b richtig berechnet bzw. durch Probieren richtig herausgefunden. Und ich mache mal jetzt das hier alles weg. Ich kann also hier ein Äquivalenzzeichen vormachen. Das ist nämlich genau dasselbe wie diese Gleichung, nur anders geschrieben. Diese Schreibweise hat jetzt aber den Vorteil, ich kann sehen, wann diese Gleichung gleich 0 wird. Denn wenn hier die linke Klammer gleich 0 wird, das wird sie, wenn x gleich minus 6 ist, denn minus 6 und plus 6 sind hier 0, dann ist egal, was in der rechten Klammer drin ist, dann wird das Ganze zu 0, weil die linke Klammer wird ja mal der rechten Klammer genommen. Und 0 mal irgendeine Zahl ist immer 0. Oder, das ist ein Zeichen für oder, die rechte Klammer wird 0 und die rechte Klammer wird dann 0, wenn x gleich plus 5 ist. Plus 5 minus 5 ergibt 0. Und dann habe ich auch schon meine Lösungsmenge. Das ist, jetzt habe ich hier das Minus hier vor dem 6 vergessen, Entschuldigung. Also wenn das x minus 6 wird, deswegen ist meine erste Lösung minus 6. Und meine zweite Lösung 5. Da bin ich also schon mit der Aufgabe fertig. Ich kann jetzt minus 6 und plus 5 hier oben in die Gleichung einsetzen. Und da kommt dann immer 0 raus. Deswegen ist diese Lösung dann auch richtig. So, wer das jetzt nicht so ganz verstanden hat, wir haben ja noch die Aufgabe II. Die wollen wir auf der nächsten Seite nochmal lösen. Die funktioniert nach demselben Schema. Und da haben wir also als Gleichung x² plus 7x plus 6 gleich 0. Und das wollen wir auch faktorisieren. Wir wollen das also in die Form bringen, x plus a. Na, das sieht nicht so schön aus. Und mal x plus b soll gleich 0 sein. So, wir müssen also zwei Zahlen finden. Schreiben wir nochmal auf, a plus b soll sein gleich 7, also hier, und a mal b soll den absoluten Glied ergeben. Das absolute Glied ist hier plus 6. So, und die Zahlen, die für a und b in Frage kommen, sind alles Teiler von 6. Deswegen schreiben wir mal die Teiler von 6 auf. Das ist hier einmal 1, die 2, die 3 und die 6. Und natürlich auch negativ, minus 1, minus 2, minus 3 und minus 6. Das ist also die Zahlenmenge, die für a und b in Frage kommen. So, ich kann jetzt hier aus den Vorzeichen der Multiplikation ersehen, das ist plus. Eine Multiplikation ist dann plus, wenn entweder beide Zahlen positiv sind oder wenn beide Zahlen negativ sind. Minus mal Minus ergibt ja auch Plus. Deswegen kann ich jetzt gucken, dass ich hier mein Zahlenpaar, also dass mein Zahlenpaar entweder beide negativ oder beide positiv sind. Wir wollen mal gucken, welches Zahlenpaar passt jetzt in dieses Schema. So, minus 1 mal minus 6 sind plus 7. Entschuldigung, plus 6. Wenn man die beiden addiert, ergibt das aber minus 7 raus. Ich möchte aber plus 7 raus haben. Also das kommt nicht in Frage. Dann probieren wir mal, minus 2 mal minus 3 sind mit plus 6 und minus 2 und minus 3 addiert ergibt minus 5. Kann ich auch nicht gebrauchen. Ich gehe auf die andere Seite und überprüfe, nein, 1 mal 6. 1 mal 6 ist 6 und 1 plus 6 sind 7. Also das ist das Zahlenpaar, was ich suche. Und ich kann das jetzt für a und b einsetzen, also x plus 1 mal x plus 6 ist gleich 0. Die sind alle äquivalent, also ineinander umwandelbar, vor und zurück.
Und jetzt habe ich eigentlich schon auch die Lösung. Wenn die linke Klammer 0 wird, wird das Ganze gleich 0. Und die linke Klammer wird dann 0, wenn x gleich minus 1 ist. Ich habe da jetzt wieder plus 1 hingeschrieben. Also wenn das minus 1 wird. Oder wenn die rechte Klammer 0 wird. Also x gleich minus 6. Und dann wird das Ganze 0. Lösungsmenge minus 1 und minus 6. So, damit bin ich mit der Faktorisierung fertig. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schreibt mich ruhig an und ich werde euch irgendwie weiterhelfen. Dann kommen wir zu der Aufgabe 7b. Hier wollen wir jetzt ausklammern, nicht faktorisieren, sondern ausklammern. Schreiben wir mal die erste Aufgabe hin. Das ist 3x minus 21, nein, das sind x Quadrat, minus 21x gleich 0. Ausklammern kann ich ja, wenn ich eine Addition oder eine Subtraktion habe und eine Zahl oder ein Buchstabe ist in allen Teilen der Gleichung enthalten. So, was uns sofort auffällt, ist, dass in diesen beiden Teilen dieser Gleichung das x enthalten ist. Hier einmal x und hier einmal x. Dann können wir das x einmal vor die Klammer schreiben und in der Klammer kommt dann 3 mal x minus 21. Also das, was wir einmal unterstrichen haben, kommt nicht in die Klammer. Also dieser gemeinsame Buchstabe, der wird vor die Klammer geschrieben und in die Klammer kommt dann alles, was übrig bleibt. So, man kann das jetzt überprüfen, ob das richtig ist, denn wenn ich x mal 3x habe, sind das 3x². Und wenn ich das x vor der Klammer mal minus 21 nehme, sind das minus 21x. Also genau dasselbe wie hier. Von daher war dieser Ausklammern richtig. Man kann das auch also dann zurückverfolgen und es kommt das gleiche raus wie vor dem Ausklammern. Dann sehe ich, dass ich hier in beiden Zahlen noch einen gemeinsamen Teil habe. Denn wenn ich das jetzt ein bisschen anders schreibe, dann werdet ihr das auch sehen. Das sind 3x minus und die 21 kann man ja als 3 mal 7 aufschreiben. So, jetzt habe ich die 3 und zwischen der 3 und dem x ist ja auch eigentlich ein Mal, das schreibt man noch nicht hin. So, ich habe hier 3 mal, das ist die 3 hier links und ich habe hier 3 mal. Also sind es gleiche Zahlen, die in beiden Teilen drin stecken. Das kann ich vor die Klammer schreiben. So wird die 3 vor die Klammer gezogen. Das sind dann 3 mal x. Und alles, was ich jetzt nicht eingekreist habe, bleibt in der Klammer. X minus 7 gleich 0. Und ich bin jetzt schon fast fertig. Wann wird dieser Ausdruck gleich 0? Entweder wenn das x gleich 0 ist. Das ist meine erste Lösung. Denn 0 mal Klammerinhalt ist immer 0, egal was in der Klammer drin steckt. Oder Klammerinhalt ist gleich 0. Wann wird die Klammerinhalt gleich 0? Wenn x gleich plus 7 ist. Ne? Plus 7 und minus 7 sind ja gleich 0. So lautet meine Lösungsmenge dann auch 0 und 7. So, dann kommen wir mal, das war die Aufgabe BI. Und jetzt kommen wir zu B2I. Hier haben wir minus x² minus 6x gleich 0. Was kann man hier ausklammern? Zunächst einmal sehen wir, dass ein x hier drin ist und ein x hier drin ist. Also können wir ein x vor die Klammer schreiben. Das Ganze ist natürlich auch wieder äquivalent. Das haben wir hier nicht hingeschrieben. Das müsst ihr euch einfach jetzt noch dazu denken. Alle folgenden Zeilen enthalten dieses Äquivalenzzeichen. Was bedeutet, es ist umwandelbar in diese gleiche Gleichung. Es ist also quasi dasselbe. Dann bleibt in der Klammer minus x minus 6 gleich 0. So, und wir können hier das Minus in der Klammer, das Minus vor dem x in der Klammer, das sollten wir auch raustun, damit wir das besser gleich sehen können, wie die, also welche Lösungsmenge ich habe. Und wir multiplizieren das Ganze mal minus 1 mal minus 1. Das x bekommt dann ein Minus und in der Klammer kehren sich alle Vorzeichen um. Das ist dann x plus 6 gleich 0. Und jetzt kann ich sofort überblicken,
wie meine Lösungsmenge lautet. Entweder ist das x gleich 0, dann wird das Ganze zu 0. Oder Klammerinhalt wird 0 und der Klammerinhalt ist 0, wenn x gleich minus 6 ist. Ja, das kann ich hier besser sehen als hier, wenn ich hier negativen x mit minus 6 habe. Das ist dann nicht so ersichtlich wie hier in dieser Gleichung, dass das x gleich minus 6 sein muss. Das ist auch meine Lösungsmenge. Das sind 0 und minus 6. Und damit bin ich fertig.